Berlin. Oh, das ist zu weit weg, ne? Da können wir noch nicht hinfahren. Da gibt es noch zu wenige Subscriber in Berlin, da lohnt sich die Tour noch nicht. Hier, wo du Berlin sagst, kennst du das Computerspielemuseum in Berlin? Da gibt es, ich habe das euch glaube ich schon erzählt, die Paint Station. Also, ne, das ist so ein Museum, du kannst aber so interaktiv, kannst du so alle Spiele mitmachen von den alten Konsolen, früher von diesen Automaten, wo du noch so mit so einem Hebel und nur so einem Knopf, ne, alles mögliche, du kannst alles auch selber noch zocken. Und ganz am Ende ist die Paint Station. Das ist so, so ein Tisch in der Mitte mit so einem Bildschirm. Dann hast du da so ein Rad zum Hoch- und Runterkurbeln. Und dann spielst du dieses alte Tennis, weißt du, wo du nur diesen Balken steuerst, immer hoch und runter und der Ball fliegt von rechts nach links. Genau. Und dann ist das mit den Elektroshocks. Genau, und dann musst du mit der linken Hand, aber die ganze Zeit musst du mit den Fingerspitzen einen Knopf drücken und mit der unten, mit der Handfläche, genau. Und sobald du loslässt, dann geht dein Energiebalken runter und wenn der auf Null ist, hast du verloren. Also du musst die ganze Zeit drücken, so. Und jetzt machst du da dein Tennis und der Ball fliegt immer hin und her. Und wenn du beim Gegner dann so Symbole triffst, dann passiert irgendwas. Dann gibt es so ein Feuersymbol, Symbole. ja, so Kästen, So Symbole. Items. Genau. Und wenn du das abschießt, zum Beispiel das Feuersymbol, dann wird bei ihm wird das unter der Handfläche so erhitzt. Aber nicht zu knapp, ohne Scheiß halt. Dann gibt es noch so einen Blitz, da kriegst du Elektroschocks unten drunter, Alter. Und so ein Hammer-Symbol, da kommt so eine Fletsche von der Seite und zimmert dir die ganze Zeit oben Ne drauf. Fletcher, Alter. Und ohne Scheiß, das war nicht nur so ein bisschen lasch, so hier so ein bisschen warm halt, das war richtig heftig, ne? Wenn die Du musstest. eine Kante gehabt hätte, dann die Finger wären ab. Ohne Scheiß. Wahrscheinlich. Und da stand so eine Betreuerin, du musstest vorher unterschreiben, dass du die im Anschluss nicht verklagst, weil deine Hand tot ist oder so. Du durftest auch nicht spielen, wenn du zum Beispiel einen Herzschritt machst oder Herzleiden hast, ne, wegen den Elektroschocks und solche Geschichten. Und du musstest mindestens 18 Jahre alt sein. So, ich war natürlich da der King im Ring, Alter. Paint Station, ich habe 10 Leute oder so abgefertigt. Ne? Meine Hand von unten richtig so angeschwollen. Ne? Komplett rot. Hier oben den übelst blauen Fleck hier so von der Fletsche halt. Ne? Ey, aber das hat bestimmt farblich gut ausgesehen, weißt du? Ja. Hier rot an zwei Stellen, auf der anderen Seite blau. Das hat einen schönen farblichen Übergang Das war gehabt. mega Ein klasse, ey. Regenbogenfarben. Und dann kam meine große Nemesis kam dann. Oh, Hendrik? Nee, Nicht das wäre Marvin, winzig oder? gewesen. Nein, ein anderer Kumpel, Tim heißt der. Und Kenn der kannte keine Schmerzen, gar nichts. Und ich wollte unbedingt gewinnen. Ne? Und irgendwann, du kriegst ja die Elektroschocks und denkst nur so, ah, aber du darfst nicht loslassen. Dann vergisst du da weiter zu kurbeln und dann kommt schon der nächste Elektroschock und die Fletsche und Feuer und alles gleichzeitig. Und ohne Scheiß, wir haben uns das übelste Battle geleistet. Bis dann irgendwann, dann kam in der Mitte ein Riesensymbol mit so einer Lampe. Dann wurde er beide durchgeschossen, da kam Stroboskoplicht die ganze Zeit und du hast nichts mehr gesehen. Du konntest also den Ball Wo kam denn überhaupt das nicht Licht mehr. her? Ja, aus so einer kleinen Lampe. Die war Aus so unterm am so Tisch einer so Düse, die angesetzt. hat ein Licht Richtig, richtig, entgegengeschossen. richtig. Mann, und dann hast du nichts mehr gesehen und dann die Symbole wurden abgeschossen ohne Ende und deine Hand wird einfach nur zerstört, Alter. Und dann musste ich loslassen, dann ging nichts mehr, weil ich hatte ja vorher schon da 10 Gegner abgefertigt. Da war ich schon leicht angeschlagen. Das klingt wie Mario Also, Kart in echt so. Oh, Es gibt genau. extra Blitz. Also Paint Station, ey, Mega das war geil. das absolute Highlight an dem Aber ich habe Wochenende. nicht so die Vor allem wir alle auch noch übelst verkatert gewesen, dann in so einem Computerspielmuseum, das ist der absolute Traum, ey. Danach habe ich geguckt bei eBay Kleinanzeigen, ob es so ein Ding vielleicht zu kaufen gibt, Paint Station, aber nirgendwo Hat irgendwie gefunden. jemand so einen Teil, dass ich Musik Ne? gefunden Also, habe? falls ihr sowas habt oder wisst, wo man die Paint Station kaufen kann, ne? Schreibt mich bitte an. Ey, das wäre eine geile Idee, das eigentlich zu streamen, so wie man das die ganze Zeit daddelt. Ja. Ey, ohne Scheiß, die Leute würden das die ganze Zeit sich Ich glaube angucken. schon. Echt, so 8 Leute, man trifft sich Das ist einfach die so, ganze ja, Zeit. genau. Was man auch machen könnte, man bindet die Hand fest, weil er gar keine Wahl hat. Und dann die Commands, die man eingibt für das Pong-Ding, das machen wir mit Twitch, weißt du, mit dem Pfeil und dann Twitch plays Ping. Achso, und die sagen mal oben, unten, oben, ja, unten. Genau. Ja. Und dann legt man Fisch drauf, dann ist es Fisch plays Ping. Darkstar. Dann ist der zweite Spieler schon da. Darkstar, ja, ich sehr gut. Gleich mal, wir gucken mal jetzt, wie es gleich weitergeht. Wir haben noch 10 Minuten, ne? Jo. Zum offiziellen Termin. Ja. Start. Und ich nehme mal an, es wird noch ein bisschen länger dauern. Ich habe übelst Schiss, hier das Teil zu bedienen, weil ich das nicht zeigen will. Ach so, ja. Hoffentlich Aber kommt. ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich habe ja auch nie gestreamt. Mein Rechner geht Du hast dafür. nie gestreamt? Ach stimmt, dein Rechner. Der ist zu schnell, mein Internet ja auch.